Erstmal direkt neben der Treppe, das ist schön. Welche Attacke habe ich denn eigentlich gerade fixiert, wo ich glaube, das passt? Das Ding hält ganz schön was aus. Ist nicht mal ein Raum. Nebel mag ich gar nicht. Senkt die Kraft von Elektroattacken. Immer da, wo man als letztes nachsieht, ne? Belabersamen, okay. Ein Reinsamen. Folterknecht. Chaossamen. Flairsamen. Ananas. Explosion TM. Ich habe keine Durchbruchattackenpunkte mehr, ne? Dann
genau. Wenn man da auf den Reflektor drauf haut. Magen knurrt. Bevor wir was liegen lassen, trinken wir es einfach mal. Okay, da oben ist nichts. Ach Gott. Hilft da einfach wieder jemand ein Wandergummi auf mich? Es liegt da noch Schwerttanz. Ich habe jetzt wieder Durchbruchattackenpunkte. Ne? Schon gern mitnehmen. Was lassen wir denn dann da? Die Belabersamen. Den brauchen wir am wenigsten. Ein Endivie. Aber im Moment müssen wir auch erst wieder was weglegen. Was lassen wir denn dafür da? Einen Apfel und den essen wir am besten. Okay, langsam wird es mir ein bisschen zu viel mit den ganzen Items, die ich hier finde. Nehmen wir die Phragia-Beere und für die Silbeere. Was lassen wir denn da hier? Braucht auch niemand. Ist zwar manchmal ganz nett, wenn man sowas hat, aber was haben wir hier? Warpsamen braucht man nicht. Okay. Verwirrwaldlichtung. Ich glaube, wir sind recht tief vorgedrungen. Die Glitzerquelle kann nicht mehr sehr weit sein. Oh, Fliege, Kilian! Hey, Teddy Ursa und Ursaring. Ihr seid auch hier? Yep. Wir kommen oft zum Spielen hierher. Also, wie läuft es denn so? Seid ihr eurem Großmeister allen Übels begegnet? Nein, nichts dergleichen. Seht ihr, ich habe euch gesagt, ihr seid einem Gerücht aufgesessen. Was macht ihr zwei denn hier? Sucht ihr nach diesem Großmeister? Nein, tut mir nicht. Wir halten nach der Glitzerquelle Ausschau. Oh, die Glitzerquelle? Die liegt gleich da vorne. Was? Wirklich? Um ehrlich zu sein, waren wir hier auf dem Weg dorthin. Möchtet ihr mit uns gehen? Ja, kommt mit, wenn ihr wollt. Gehen wir mit Ihnen, Kilian. Oh, oh, oh. Das ist... War das eine Grubenfalle? Wir sind in eine Grubenfalle geraten. Das ist also passiert. Ah, das Loch. Das Loch schließt sich.
Oh, hier herrscht rabenschwarze Dunkelheit, ich sehe nichts. Wir sind gefangen. Muhahaha. Was? Hier ist jemand. Wer ist da? Wer bist du? Willkommen in der Welt der Dunkelheit. Ich bin der Großmeister allen Übels. Was? Großmeister allen Übels? Nicht nur der Großmeister, sondern außerdem noch mehr von uns. Ein ganzer Haufen von Untergebenen des Großmeisters ist hier. Ihr könnt uns in der Dunkelheit nicht sehen, aber ihr seid vollständig umzingelt. In unsere Höhle zu kommen war euer letzter Fehler. Hier kommt ihr nicht mehr heraus. Bereitet euch vor zu... Was? Knuddelhoff? Und alle anderen? Was geht hier vor sich? Hey, Pinizza! Warum hast du die Abdeckung entfernt? Was? Hoppla! Ich dachte, es sei zu dunkel für euch alle da unten, also habe ich sie aufgemacht. Vielleicht hätte ich das nicht tun sollen. Die ganze Sache mit dem Aushelfen bei der Abschlussprüfung und so, das ist alles so neu für mich. Ich habe nicht den leisesten Schimmer, was ich hier machen soll. Oh, was für eine Farce. Hör mal, Knuddelhoff, kannst du uns bitte sagen, was hier vor sich geht? Wer ist Knuddelhoff? Was? Ich bin der Großmeister. Mir ist nichts von einem sogenannten Knuddelhoff bekannt. Was? Stimmt. Und wir sind des Großmeisters Untergebene. Oh, weia, das ist sowas von richtig. Ich kenne überhaupt kein Pokémon namens Sunflora. Hey, hey, hey. Was läuft denn hier? In unsere Höhle zu kommen war euer letzter Fehler. Hier kommt ihr nicht mehr heraus. Bereitet euch darauf vor, das Grauen zu erleben, das von dem Großmeister allen Übels ausgeht. Luffy! Naja. Das ist die beste Bosskampfmusik. So. Jetzt kommt die unfaire Megataktik. Aktivität, Ladung, Stoß, spammen, bis alles umfällt. So, das Ganze noch einmal. Und nochmal. Und, ja. Schon haben wir das. Sie haben mich erwischt. Lauft alle weg. Ei. Oh. Oh. Was das wohl alles zu bedeuten hatte, möchte ich wissen. Nun, ich glaube, hier sind wir fertig. Wir sollten weiterziehen. Lass uns zur Glitzerquelle gehen. Yep, ich möchte hier speichern. Hey, Teddy, Ursa und Wuthering. Oh, ihr seid es. Was ist euch denn passiert? Ich dachte, ihr würdet direkt hinter uns herlaufen. Wir wurden aufgehalten. Egal, was steht an? Nun, hier liegt eine Schatzbox. Hier war vorher keine Schatzbox. Ich möchte sie öffnen, aber andererseits habe ich ein mulmiges Gefühl dabei. Weißt du, es wäre übel, wenn da zum Beispiel eine Springfalle drin wäre. Also haben wir darüber diskutiert, ob wir die Box öffnen oder es sein lassen sollten. Also dann, wir öffnen sie. Wisst ihr, wir wurden hier für unsere Gildenabschlussprüfung hergeschickt. Uns wurde gesagt, wir sollen mit dem Schatz von hier zurückkehren. Das ist es. Diese Box muss irgendwas mit eurer Prüfung zu tun haben. Ihr solltet sie öffnen, Leute. Kann ich dich dazu überreden, das zu tun, Kilian? Ich denke, das wäre schon okay. Aber man weiß nie, es könnte auch eine Falle sein. Wenn ich nur irgendwie den dimensionalen Schrei aktivieren könnte, hätte ich eine bessere Vorahnung davon, ob diese Box sicher ist oder nicht.
Es war Knuddelhoff, der diesen Schatz hier platziert hat. Das bedeutet, in dieser Schatzbox. Das ist. Es ist ein perfekter Apfel. Der Schatz der Glitzerquelle, ein perfekter Apfel. Ein perfekter Apfel als Schatz. Das passt zu Knuddelhoff, denke ich. Ah, was war das? Was für Licht. Es scheint Licht herab. Oh, dann vielleicht hat die Glitzerquelle vielleicht ihre Kraft wieder zurückgewonnen. Jene, die erwachen wollen. Ah, wer hat das gesagt? Das Fortschreiten der Zeit. Es brachte wieder Licht an diesen Ort. So ihr Entwicklungssucht tretet vor. Ich wusste es. Ich wusste, dass die Glitzerquelle wieder zum Leben erweckt werden würde. Schön für dich, Teddy Ursa. Du hast schon sehr lange nach Entwicklung gestrebt. Stimmt. Entwicklung? Oh, das stimmt. Knuddelhoff hat es mal erwähnt. Wieder ein mehr oder weniger unnötiger Flashback, der war erst vor ein paar Minuten. Knuddelhoff sagte, dass dies die Ort sein, den Pokémon für ihre Entwicklung aufsuchen würden. Aber was ist Entwicklung? Oh, du weißt nicht, was Entwicklung ist? Was es bedeutet, sich zu entwickeln? Manche Arten von Pokémon können sich entwickeln, wenn gewisse Bedingungen gegeben sind. Wenn ein Pokémon sich entwickelt, ändert sich sein Erscheinungsbild, manchmal sogar dramatisch. Wirklich? Deine Erscheinung verändert sich? So ist es. Es kann sich auch nicht nur dein Aussehen verändern. Wenn du dich entwickelst, ändert sich manchmal auch deine Form, deine Fähigkeiten. Was sagst du dazu? Echt? Ja, ich wollte schon immer stärker werden, also habe ich seit langem gehofft, mich zu entwickeln. Ich probiere das sofort aus. Jene, die erwachen wollen, dies ist die Glitzerquelle. Möchtest du dich entwickeln? Jawohl, bitte. Benötigst du dazu ein Item? Nein, ich brauche keins. So sei es. Du, der du erwachen willst. Lass uns beginnen. Oh, Teddy Ursa sieht jetzt genauso wie Ursaring aus. Ja. Hey, Ursaring. Ich habe mich entwickelt. Herzlichen Glückwunsch. All die Levelaufstiege, die du erreicht hast, haben sich endlich ausgezahlt. Jetzt kann man uns nur schwer auseinanderhalten. Ich freue mich trotzdem für dich. Entwickeln wir uns doch auch, Kilian. Ich versuche es zuerst. Jene, die erwachen wollen. Dies ist die Glitzerquelle. Möchtest du dich entwickeln? Ja, ich will mich entwickeln. Ja, bitte. Oh, wie aufregend. Benötigst du dazu ein Item? Ein Item? Ich weiß nicht. Nein, kein Item für mich. So sei es. Du, der du erwachen willst. Lass uns beginnen. Nein, unmöglich. Du kannst dich nicht entwickeln. Was? Warum nicht? Warum kann ich mich nicht entwickeln? Habe ich vielleicht noch nicht die Voraussetzung für meine Entwicklung geschaffen? Nein, das ist es nicht. Das Problem hat nichts mit den Voraussetzungen für die Entwicklung zu tun. Warum klappt es dann nicht? Teddy Ursa konnte sich entwickeln. Warum kann ich mich nicht entwickeln? Warum du dich nicht entwickeln kannst? Vielleicht hat die Verzerrung des Raumgefüges etwas damit zu tun. Verzerrung? Das Raumgefüge? Ich weiß nicht, warum das so sein könnte, aber deine Existenz, sie hängt irgendwie mit der Verzerrung des Raumes selbst zusammen. Und als Folge daraus kannst du dich nicht entwickeln. Nein, es trifft nicht nur dich. Es gibt noch ein anderes Pokémon. Das Pokémon hinter dir. Auch ihm bleibt deine Entwicklung versagt. Was? Kilian auch? Was? Nicht mir auch? Das ist alles, was ich erkennen kann. Dies ist die Glitzerquelle. Falls du weitere Entwicklung suchst, so kehre zurück. Ich bin wohl nicht der Einzige. Ich nehme an, du kannst dich auch noch nicht entwickeln, Kilian. Ich verstehe nicht, warum uns die Entwicklung versagt bleibt. Naja, immerhin haben wir den perfekten Apfel, der sich in der Schatzbox befand. Wir sollten damit zur Gilde zurückkehren.
habt die Abschlussprüfung bestanden. Herzlichen Glückwunsch. Ihr beide habt die Gildenabschlussprüfung bestanden. Ihr habt es geschafft. Oh, wird nicht gefeiert? Seid ihr vielleicht nicht glücklich? Naja, ich bin schon glücklich, aber ich habe es wohl noch nicht so richtig realisiert. Ich glaube nicht, dass wir irgendwas Tolles geleistet haben. Das stimmt absolut nicht. Verstehst du nicht, wie unglaublich das ist, was ihr zwei getan habt? Ihr seid losgezogen mit dem fantastischen Schatz in Form eines perfekten Apfels zurückgekehrt. Und damit nicht genug. Ihr habt noch den schauderlichen Großmeister allen Übels besiegt, oder nicht? Aber das ist es, was ich nicht verstehe. Grödle, woher weißt du, dass wir den Großmeister allen Übels besiegt haben? Wir haben es von irgendwoher gehört. Außerdem, dieser böse Großmeister Knuddeluff, warst das nicht du? Wie bitte? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wovon du redest. Großmeister allen Übels? Ich auch nicht. Ich weiß von nichts. Des Großmeisters Untergebene, wer soll das sein? Hey, hey, ich auch nicht. Ich kenne keine Untergebenen. Leute, was geht hier vor? Wie auch immer, ihr beide seid jetzt jedenfalls offiziell Gildenabsolventen. Von nun an seid ihr den strengen Regeln der Gilde ausgenommen. Und besteht es frei, als Erkundungsteam völlig eigenständig zu arbeiten. Oh, super. Heißt das, wir können all die Belohnungen von den Jobs behalten und müssen das Geld nicht mehr mit der Gilde teilen? Das ist exzellent, Kilian. Nein, zu unserem Bedauern ändert sich an dieser Sache nichts. Wie bisher werdet ihr auch weiterhin den größten Teil eures verdienten Geldes an die Gilde abtreten müssen. Was? Aber warum? Ein Absolvent dieser Gilde zu sein bedeutet, immer noch mit uns verbunden zu sein. Euer Team, Team Crosser, kann nur arbeiten, wenn es diese Gilde gibt. Das gilt es zu akzeptieren, wenn ihr ein Erkundungsteam sein wollt. Aber dann hat sich ja im Vergleich zu vorher gar nichts geändert. Ihr versteht es nicht. Als Absolvent von dieser Gilde abzugehen, ist etwas ganz Besonderes. Das stimmt. Ich sollte es wissen. Sogar ich konnte die Abschlussprüfung nicht bestehen. Wie dem auch sei, ihr beiden habt die Prüfung mit Bravour bestanden. Ich hoffe, ihr leistet weiter sehr gute Arbeit als Erkunder. Knuddeluff. Herzlichen Glückwunsch, Kilian und Fliegi. Aber weia, wie toll. Hey. Ich freue mich ja so für euch. Schaut ab und zu mal bei euren alten Freunden rein. Ihr alle. Glückwunsch, Team Crosshard. Oh, ihr alle. Vielen Dank an euch alle. Der Erkundungsteamverband hat eine Mitteilung geschickt. Wir haben einen größeren Schatzbeutel. Ja, endlich. Jetzt kann man, glaube ich, bis zu 48 Items bei uns tragen. Zusätzlich als Startkapital für das neue an die Gilde angegliederte Team erhält Team Crosshard 10.000 Poke. Noch etwas. Die Bonus-Episode in der dunklen Zukunft wurde freigeschaltet. Ja, die schönste von allen Bonus-Episoden. Nun, da wir unser altes Zimmer in der Gilde nicht mehr in Anspruch nehmen können, ich würde sagen, wir wohnen ab jetzt einfach hier. Der Sinn des Gildenabschlusses erschließt sich mir zwar noch nicht so ganz, machen wir einfach als Erkundungsteam weiter wie bisher. Ich würde sagen, von jetzt an ist dies unsere neue Erkundungsbasis von Team Crosshard. Lass uns der Gilde einen nach Jobs vom Job-Infobrett und Gandolfen-Infobrett schauen. Das ist ein neuer Anfang für uns. Tipp für Erkundungsteams. Weil ihr die Gildenabschlussprüfung absolviert habt, könnt ihr euren Spielstand ab jetzt speichern, indem ihr hier euer Bett verwendet. Ja, das ist doch ganz nett. Und jetzt haben wir endlich die Tuhaido-Klippe als unser Zuhause. Und jetzt haben wir hier auch die schöne Musik. Und ja, ich würde sagen, wir speichern, gehen ins Hauptmenü und dann schauen wir doch mal gleich, was die fünfte Bonus-Episode für uns bereithält.